So, hallo zu einem neuen Video von Apple Apps Tester. Heute möchte ich euch gerne das Game Megaworm zeigen. Das ist ein, wie nennt man das, 8-Bit- oder 16-Bit-Spiel, also in der Grafik, eine pixelige Grafik. Das Game wird von Game Center unterstützt, gibt es im Moment für 79 Cent, sollte aber bald wieder 2,39 € kosten. Es kann sein, dass manche von euch das kennen und schon bereits auf dem PC gezockt haben. Ich bin auf jeden Fall nicht einer. Hier sehen wir das Menü, Highscore. Wie gesagt, ich habe es auf jeden Fall schon gezockt, allerdings auf dem iPhone. Help, Option und New Game. Ja, dann zeige ich euch mal das schicke Game. So, hier sehen wir ein Ei. Jetzt müssen wir die ganze Zeit hier drauf drücken, um aus dem Ei auszuschlüpfen. So, wir sind hier ein Wurm. Wenn man auf. Also die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig, aber ich habe mich recht schnell daran gewöhnt. Wenn man auf A drückt, sprintet man, also man ist schneller. Und man kann raus zu den Menschen. Und man muss die Menschen auffressen. Man sieht, ich sollte 13 Stück auffressen, bevor dieser Balken rot wird. Man kann auch Kühe fressen, allerdings zählen sie nicht als Menschen. Aber sie füllen den Balken auf. Das ist das Gute. So, jetzt schnell. Mampf, Mampf, Mampf. Ja, das ist jetzt Level 1. Das ist Level 1, bis man 5 Menschen, jetzt 4 gegessen hat. Dann habe ich Level 2 erreicht. Das ist ein lustiges Spiel, ein bisschen viel Blut, aber anfangs habe ich erst gedacht, okay, und im Nachhinein, ja, macht eigentlich Spaß. Wir können ganz runter an die Erde und dann wird man direkt wieder hochgeschleudert. Natürlich wird es immer dunkler. Ab und zu findet man hier Diamanten, ne? Die geben Geld. Die geben Punkte, nicht Geld. Hier sehen wir jetzt einen Strauß, der ist schnell, aber wenn wir unter der Erde sind, seht ihr uns nicht und Mampf. Ja, ab einem bestimmten Level, ich weiß gerade nicht ab welchem Level, 10 oder so, das auf dem iPhone habe ich also auf jeden Fall schon diese Spezialfähigkeit, dass ich auch schießen kann. Das heißt, wenn ich in der Luft bin, muss ich hier drauf tippen, dann schießt der irgendwie so, so Kugelblaster oder irgendwie sowas aus dem Mund. Dann kann man auch Flugzeuge in der Luft zerstören oder da gibt es manchmal ein Baby, die fliegen irgendwie mit dem Luftballon durch die Gegend durch, die kann man dann auch zerstören oder dann später kommen auch Helikopter, die versuchen mich abzuknallen und ja, man wird auf jeden Fall viele, viele, viele Gegner begegnen. Ich finde die Grafik eigentlich total nett, gefällt mir gut. Ja, wie ihr seht, wird mein Würmchen auch immer größer. Je mehr ich futter, desto größer wird es natürlich durch Menschen. Oben links seht ihr meine Punktanzahl und ja, mehr gibt es eigentlich zu diesem Spiel nicht sagen. Es wird natürlich schwerer, interessanter, der Anfang ist etwas öde, aber ja, die Steuerung ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber so alles in allem lohnt sich das Game auf jeden Fall für 79 Cent. Moment, da haben wir ein Kind fliegen sehen, schaut mal da oben, da. Da komme ich aber nicht ran. Alles in allem, hier sehen wir auch ein Kristall oder Diamant. Die sollte man aber nicht ganz jetzt sammeln, weil die bringen zwar Punkte, aber die bringen mir bei dieser Leiste hier nichts. Natürlich kann ich auch langsam hier fahren. Für 79 Cent auf jeden Fall super Spiel. Lohnt sich dicke, bevor es 2,39 kostet. Würde ich schnell noch zuschlagen, falls euch das hier so gefallen sollte, weil 2,39 eine ordentliche Summe für so ein Game ist. Ja, das war's schon. Ihr könnt gerne schreiben, ihr könnt gerne unten in den Kommentaren schreiben, was so ihr an Levels geschafft habt. Mein Rekord war Level 13 und ich habe so circa fast 30.000 Punkte. Ja, kann ich halt schlecht gucken. Ja, so um den Dreh, ihr könnt gerne schreiben, was ihr so an Punktzahl erreicht habt. Ihr könnt gerne einen Daumen hoch geben, abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Wie gesagt, ich werde jeden Tag ein Video hochladen. Und das war's auch schon. Ich bin weg und danke fürs Zuschauen.